Historiker streiten sich immer, wann ist eigentlich das Mittelalter zu Ende. Die Kunsthistoriker sagen das und die Historiker sagen das und die Alltagshistoriker sagen wieder was anderes. Also wenn der Begriff ausgehendes Mittelalter fällt, ist eine Zeit gemeint, die nach 1200 liegt und vor 1500 ist. Hier steht eine Zahl, 1250, vor langer, langer, langer Zeit. Wenn ihr jetzt eure Väter oder Mütter bis 1250 aufsagen würdet, müsstet ihr 24 Mal Uhr sagen. Also Uhr. So lange liegt das her. Heinrich der Erlauchte, der Herzog, sagt zu seinem Ritter, ich beleihe dich mit dem Land, aber du musst mir Abgaben geben. Und wenn der Kaiser mich ruft, musst du mit mir in den Krieg ziehen. Und der Reinhard von Strehle sagt zu den Dörfern ringsrum, ich biete euch Schutz und dafür müsst ihr mir den Zehnten abgeben. Von deiner Ernte musst du mir den Zehnten Teil geben. Du musst für mich Fuhrwerke stellen, du musst für mich Holz sammeln für den Winter. Das alles regelt er mit den umliegenden Dörfern. Schutz und Nutz, Eid und Leid. Wo ist denn, wenn man so Filme guckt, wo ist denn eine Burg gebaut? Ja. Auf dem Berg, die Saaleburgen sind immer oben auf den Hügeln. Man kann weit ins Land schauen. Diese Situation gibt es in Brandenburg natürlich nicht. Warum ist die Spree eine strategische, wichtige, gute Position? Hier kann nicht jeder gleich übersetzen. Und es war ein Handelsweg. Als die Burg einigermaßen angefangen war zu bauen und die Leute Vertrauen schöpften, dass das wohl sicher sein wird, entwickelte sich eine kleine Ortschaft. Das heißt, erst die Burg und dann die Stadt. Warum ist es wichtig, alle 30 Kilometer eine Stadt zu haben? Ja, um die Pferde zu ernähren. Das ist ein gutes Stichwort. Ein Tagewerk eines Wanderers oder eines Fuhrmanns war ungefähr 30 Kilometer. Und wir haben ja schon gesagt, die ganze Gegend war voller Wald. Und nachts im Wald ist es nicht geheuer. Jeder, der auf der Reise war, wollte nach seinem Tagewerk, nach ungefähr 30 Kilometern, wieder in eine sichere Situation. Die Gesellen haben Ohrringe getragen mit Zunftzeichen. Also die Schneider haben andere Ohrringe als die Tischler getragen und die Schuhmacher wieder andere Ohrringe. Da haben sie sich erkannt, das war ihr Zunftzeichen, bevor sie Meister wurden. Und wenn einer in eine Wirtschaft ging und gesagt hat, gib mir zu essen und zu trinken, ich bin müde, und er hat was gekriegt und er ist abgehauen, ohne zu bezahlen, Zechpreller hat man gesagt, dann konnte der Wirt rausgehen und ihm den Ring rausreißen. Sie hat das gewusst und gesagt. Und dann hat er Zeit seines Lebens ein geschlitztes Ohr gehabt. Daher kommt der Begriff Schlitzohr. Ein Aspekt, der euch sicher gut gefällt, Kinder hatten keine Schule. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht, sobald sie 6 Jahre alt war, mussten sie arbeiten. Dies ist das mittelalterliche Bild von Kindern. Die tragen ja zerlumpte Kleider. Die sind also arm. Sie tragen die Tracht von Bauern der Zeit und sie sehen aus wie kleine Erwachsene, die in der Landwirtschaft tätig sind. Wegen jeder kleinen Krankheit konnten Kinder auch sterben. Und Wasser war nicht immer in Ordnung. Wasser hatte verschiedene Qualitäten und manchmal war das Wasser verdorben und die Krankheiten, die dann entstanden, waren schlimm für die ganze Zeit. Bier war lagerfähig, hygienisch einwandfrei, das heißt, es sind keine Krankheitskeime drin und es war kalorienreich. Und das war im Winter für die Kinder wichtig. Hygienisch einwandfrei, das heißt sauber und voller Kalorien, man wird davon satt. Er hat gerade gesagt, wir wissen ja heute, dass Alkohol die Gehirnzellen schädigt. Aber wenn man die Wahl hat zwischen Typhus und einer kleinen Gehirnzelle oder einer schweren Krankheit, weil kein sauberes Wasser vorhanden ist, oder zwischen Hunger, schwerem Hunger für die Kinder und einem Glas Bier am Tag, dann wird jeder Elternteil sagen, gebt den Kindern ruhig das Bier.
Ich heiße Tilman Schladebach und komme jetzt aus Beeskow. Dort arbeite ich, bin Direktor der Burg und des Bildungs-, Kultur- und Musikschulzentrums. Geboren bin ich in Berlin. Anstrengend, aber sehr schön. Und die Kinder haben überraschend viel gewusst. Das ist immer toll, dass man auch nicht das Gefühl hat, ich muss alles nochmal zusammenfassen, nochmal erklären. Die haben viel gewusst. Professor Falk kam auf mich zu und hat mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, aus meinem Themenbereich Kultur irgendwas zu machen. Und da ich Burgherr bin, habe ich gesagt, natürlich, am Rand von Burgenbau und Mittelalter kann man ganz viel erklären. Man darf Kinder nicht unterschätzen mit ihrer Auffassungsgabe und ihrer Kombinationsgabe. Man muss gar nicht so viel erklären. Es entstehen Bilder, gerade auch aus einer sehr fernen Zeit, aus dem ausgehenden Mittelalter. Sie haben Bilder. Manchmal muss man die Bilder ein bisschen gerade rücken, weil sie doch sehr durchs Fernsehen geprägt sind. Aber man darf sie auf keinen Fall unterschätzen. Dass Wissen Spaß macht. Wissen Spaß macht. Und dass, wenn man sich zu einer Veranstaltung entschließt, dass man dran ist und Interesse hat. Man hat sich ja schließlich selbst entschlossen, das ist auch der Unterschied zur Schule, zu dieser Veranstaltung oder zu diesem Studium zu gehen. Und dass das Spaß machen muss, der Spaß muss erhalten bleiben.